Hi, ich bin's Maggie. Heute soll es um die 5 häufigsten Streitthemen in einer Beziehung gehen. Nach einem kurzen Intro geht's los. Bis gleich! Willkommen zu Max und Maggie, ein Paar, zwei Meinungen. Hi! Hi Max! Und zwar habe ich heute mal das Thema rausgesucht, die 5 häufigsten Streits in einer Beziehung. Haben wir nicht. Naja, wir gucken mal, wa? Platz 5 ist ja geworden. Spieleabend. Da haben wir keine Probleme. Also ihr könnt eigentlich verdammt gut verlieren. Das können sie, also, und ich kann eigentlich gut gewinnen. Ich hab da sehr keine Probleme. So. Naja, wir können ja mal gucken. Ich hab mal Max aufgenommen, wie das so ist, mit ihm zu spielen. Macht Spaß. Du bist Maggie. Ja, jetzt schmeiß ich dich raus. Scheiße. Ich bin noch vor dir. Ja! Nein! 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 Ja! Ja! Eklig! Ja. Du hast noch nicht gewonnen! Ey, das ist. Ey, einmal von 100 Spielen, wisst ihr, dass ich mich auch mal freue. Ich verliere ständig. Immer einen auf diesen und yeah! Und Gewinner, Verlierer. Eklig, richtig eklig. Lida und ich spielen nicht mehr mit Max. Wir haben es uns abgewöhnt. Schön, muss ich immer mit den Nachbarn spielen. Ja, besser ist so. Die auch keinen Bock mehr haben. Ja. Gehen wir mal gleich zu Platz 4. Müll rausbringen. Das Müll ist geklärt. Ja, leider Gottes ist es geklärt. Aber das mache ich ja nur, ja, weil damit ich sämtlichen Stress aus dem Weg gehe. Ja, das mache ich, wenn ich zur Arbeit gehe, wenn ich zur Kumpel ziehe, wenn wir selbst zu dritt dann losgehen, ja? Also wir beide und wieder. Wenn wir dann zu dritt losgehen, trage ich ja alles. Ja, ist ja auch Männersache. Müll rausbringen ist wie Autowaschen Männersache. Gut, abgehakt. Jetzt hab ich wieder den Müll wegbringen, ey. Kommen wir zu Platz 3. Die Schwiegermutter. Na was? Hätte ich mir fast gedacht, dass das auf der 3 ist, hätte ich jetzt nicht erwartet, hätte ich mir fast gedacht. Meine Mutter, die ist Bombe, die liebst du ohne Ende. Wahnsinnig doll. Kann ja mal zeigen, wie die ungefähr macht. Ich hab da mal was für meinen Max mitgebracht, damit er bei dir nicht verhungern muss. Und Maggie, bisschen sauberer könnte es ja aber auch sein. So, das ist meine Schwiegermutter, ja? Das macht die immer nur, wenn du nicht dabei bist. Da ist die arschnett, wenn du dabei bist, ja? Die ist total lieb. Die ist total lieb, nett. Die bringt Obst, Gemüse mit. Naja. Ist schon anstrengend. Kommen wir lieber mal gleich zu Platz 2. Autofahren. Autofahren? Da haben wir keine Probleme. Nö. Nö, haben wir nicht. Ich finde, das sollten wir vielleicht mal als separates Thema bringen. Ist bestimmt witzig. Kommen wir jetzt so zu Platz 1. Was denkst du denn, Max? Ich denke, Sexstellungen. Oh! Tut mir leid. Nein, mein Schatz, um Sex geht's nicht. Kann man damit proben, aber geht's nicht. Geld ist das Thema. Geld? Ja, kenne ich, haben wir aber nicht. Also, das Problem hatte ich eher mit meiner Ex. Also, das haben wir nicht. Wir kaufen das, was wir denn haben wollen, nicht hier das zusammen, was er hat. Und wenn nicht, dann fahren wir zur Bank und das war's. Genau. Freunde haben nicht viel, dass sie abmachen, du kaufst das, ich kauf das. Und nachher, wenn wir uns trennen, weiß jeder, was er gleich hat. Wir lieben uns ja, wir wollen uns nicht trennen, also kaufen wir lieber alle zusammen. Und dann brauchen wir uns später nicht mehr streiten. Genau. Ja? Gut, Fazit, mein Schatz, ist, das war von 5 Themen. Haben wir 4 Themen, über die wir uns wunderbar streiten könnten, was wir später machen, wenn die Kamera aus ist. Oder ärgern. Ja, ja. Und ja. Ja, ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann schreibt uns in die Kommentare. Unten müsst ihr dann noch, glaube ich, ein Video sehen. Oben seht ihr mit Infobutton auch noch 1, 2. Schaut euch das an, ist interessant. Genau, abonniert uns gerne, liked uns gerne. Wir freuen uns über jeden, der kommt.
und ja, sagen dann, wir sehen uns Mittwoch wieder. Da ist Max dran mit einem Thema. Und also bis denn. Ciao. Ciao.